Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ach schön, heute ist Höhlentag. So, wie spät haben wir es denn? Ach, Mittagszeit, super. Ja, dann mal schnell ein bisschen schnabulieren. Na, wir ziehen uns rein. Okay. Der Kampf mit dem Kühlschrank. So, wir ziehen uns rein die Dose, wir ziehen uns rein die Dose. Wir freuen uns total, weil da wartet auch eine Zwiebelsuppe auf uns. Yeah. Wir essen natürlich die Lehmschüssel gleich mit. Hallo Mike. So, und weil Mike so fleißig und tapfer ist, stellen wir ihm jetzt natürlich auch hier die Prioritäten um. So, bam. Super Mike, du machst das. Ich möchte gerne mit zwei leeren Kisten in die Höhle gehen. Ich hoffe, die Extraktoren sind noch da, Hippipura. So, ist leer, jawohl. So, und er hier, yeah, so, da. Und ich möchte gerne mitnehmen, 10 kostet, glaube ich, der Mülleimer. Schauen wir mal. Platzierbar, sonstiges, Mülleimer. Ist das eine Oda-Lager? 20 Eisenbahn, okay. Na dann. Nehmen wir halt 20 mit. Na gut. So. Für einen herrlichen Mülleimer. So. Den werden wir da ganz neu aufstellen. Rostig und wie er halt ist. So. Bam. Ah, und Tür zu. Natürlich können wir auch üben gleich. Einen Frosch erschießen. Bam. So. Was ich dann noch möchte, ist hier zumindest einmal Spike aufstellen. So, super. Na super, 4 haben wir schon. Boah, und schon überladen? Das kann ja auch nicht sein, oder? Oh, der Mülleimer. So, platzierbar Lager. Innerhalb von Sekunden vergessen. So, Mülleimer. Hier. Gut, dass die Skorpione nichts mitbekommen haben davon. Oh, ist das cool. Ist das cool. So. Da gibt es ja tatsächlich schon geniale Ausbeute. Ah, wunderbar. Wir füllen mal hier ein, unabhängig der Sortenreinheit. Nein, das bitte nicht. Unabhängig der Sortenreinheit, einfach so in die Kiste rein. Ist das schön? Ist das schön? Ja, ist es. So, na. Ich muss den platzieren. Hier. Besser. Naja. Muss man immer so drüber springen, das mache ich eigentlich nicht. Jetzt geht's. So. Wunderbar. Wir werfen die Steindeln. Bam. So. Und mal da rein. Alles, was rauskommt. So. Super. Erste Kiste voll. Zweite auch gleich. Das ist toll. So. Die auch. Ja, Blei will ich dann trotzdem holen. Ist so. Ist so, weil ist so. So. Ah, weil es geht. Dann haben wir noch die hier. Bam. Ein bisschen da, ein bisschen da. Hip, hip, hurra. So. Da waren wir. Das sind wir. Hier auch. Und hier auch. Oh, wunderbar. Ach ja. Jetzt bitte keine Wembys. Jetzt bitte keine Skorpione. Das während der Überladung ist das immer so eine Sache. So. Und ich habe mal gedacht, vielleicht doch noch 10. Nein, aber 2, 3 weitere Extraktoren. Aber jetzt ehrlich, alles super. Läuft, 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 läuft. So, bam. So, dann würde ich sagen, ganz toll. Der Wagen ist auch voll. Wir holen uns noch ein bisschen Blei bis zur Gewichtsgrenze.
Dann schauen wir mal. Yeah. Geht doch. So, die Steindl lassen wir liegen. Die sollen die spawnen. Ah. So wichtig vor allem das Blei. So. Bis zur Gewichtsgrenze. Aber natürlich nicht ganz ausreizen. Ja, ein bisschen bin ich vorsichtig, dir Skorpionchen wiegen. Ah, wunderbar. So. Exakt. Super. So, Inventar voll, zwei Kisten voll. Alles ist auch wirklich toll. So. Und natürlich die schlechten Reime wieder. So. Ja, irgendwo fehlt ihm immer die Puste. Ja, und rauf damit. Dann hätte ich gesagt, wir machen noch zwei. So, noch zwei Kisten voll, meine ich. Da, dann machen wir mal den hier und dann machen wir den hier. Was haben wir denn für ein? Wir haben Jänner, natürlich. So. Wir haben Jänner, brauchen wir nicht unser Außenbeet anpflanzen, auch wenn es hübsch ist. Aber das brauchen wir nicht. So. Ich stelle es da hier einfach so. Ja. Yeah. Zweite Kiste. Ja. Yeah. So, jetzt schmeißen wir in den Mischer. Und dann nehmen wir noch zwei Kisten und die bringen wir dann auch. Und oh, 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 das hätte auch schief gehen können. So, was haben wir denn? Kobalt. 1, 2, 3, 4. Wir haben einmal Kupfer. Wir haben Alu. Fangen wir mit Stahl an. Yeah, der Amboss hinter der Wand. Ein Paravent für den Amboss. So, bam. Super. Eisenfisch, okay. So, dann haben wir da noch ein bisschen. Dafür füllen wir das auch ein. Schön viel Stahl wieder. Ja, Blei in Reserve haben wir jetzt wieder keins, aber das werden wir bald gelöst haben. So, da ist nichts drin, das nehmen wir mit. Super. Da sind keine Fragments drin, das nehmen wir auch mit. So. Super, ab in die Hölle. Holen wir nämlich nochmal und diesmal holen wir ein bisschen mehr Blei, damit wir auch Blei haben, weil wir müssen auch unsere Bleivorräte ergänzen. So. So, und irgendwann machen wir hier mal Spikes her. Schön. So, Moment, eine Kiste, das Fragments egal. Die hier, stellen wir da runter, die hier, packen wir da rein. Ja, yeah. Kupfer und so weiter. Die kommt da drauf, mit der fahren wir rein. So soll es sein. Zuerst holen wir uns mal hier ein bisschen Blei wieder, bis uns die ersten Skorpione in den allerwertesten Zwickenstechen beißen. Und dann machen wir nur noch Extraktor-Work. Ah, super. Ja, Lehm lassen wir natürlich liegen. Also natürlich, ja, wir könnten es auch aufheben, aber brauchen wir ja nicht. Brauchen wir nicht. So. Geh doch mal in eine andere Höhle. Genau das dachte ich mir mal. Aber jetzt ernsthaft, wir haben so viel zu tun. Es liegt so viel vor uns. Eine andere Höhle. Da könntest du auch Extraktoren aufstellen. Ja. Ja, vielleicht machen wir das mal.
Schauen wir mal. Außerdem weiß ich echt nicht, wie lange diese Staffel noch geht. Aber für den Moment, wir haben ja noch einiges vor. Unsere Bergfestung. Was ist das so? Ich habe keine Ahnung. Haben wir alles aufgehoben? Ich hoffe. Gut. So. Dann mal da rein. Ui. Okay. Ab in den Nahkampf. Ja, wenn wir schon da sind. So. Ja, dann haben wir heute eine schöne Höhlenfolge, in der wir auch unsere Ressourcen für die Schmelzen auffüllen wieder. Was sehr gut ist. So, mit normalen Ressourcen. Wir müssen ja auch das Projekt Windräder wieder ein wenig angehen, weil sonst haben wir diese ewige Bauruine. Das ist schon okay, aber auf Dauer darf das natürlich nicht sein. So, bedeutet, ich habe natürlich überlegt, ob wir die Extraktoren jetzt vorerst mal auf Alu umstellen. Aber wir wollten ja auch probieren, der guten Traderin Elektrik zu verkaufen. Elektrik, das teuerste. Ja. So, also probieren zu verkaufen. Das wird uns schon gelingen, es zu verkaufen. Das ist jetzt nicht so schwierig. Uah. Oh, hat mich der erschreckt. Na klar. Na klar. Gleich mal infiziert. Das Schlimme ist ja nicht der Damage, den so ein Skorpion macht. Das Schlimme ist, dass die gleich infizieren und dann braucht man gleich einen Verband. So. Trinken wir mal einen Schluck. Kohle lassen wir auch da. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie viel Kohle wir noch brauchen. Damit wir wieder voll sind, das Kistel voll haben und so weiter. Aber ich würde jetzt eher in dieser Folge Priorität auf die Ressourcen legen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. So, ich pack mal weg. Oh, dahinter. So, dann nehmen wir die noch und dann packen wir weg. Und nehmen den Rest aus den... Oh, die auch noch. Naja. Würde ich gern. Aber zuerst mal hier anfüllen. So. Wunderbar. Der da. So. Jetzt aber. So, und jetzt schauen wir gleich in die Extraktoren. Jawohl. So, und ich denke mal, es kommt natürlich sowieso Alu auch mit raus. Nicht in jedem Fall, aber insgesamt gibt es natürlich genug Alu. Also genug. Ja, muss man halt nur warten. So. Ja, würden wir jetzt alle auf Alu umstellen, würden wir schneller mit unserem... Hey, dann würden wir schneller mit unserem Windprojekt fertig werden.
Hätten aber wahrscheinlich Probleme mit dem Thema, wir machen jetzt mehr Elektrik. Vielleicht stellen wir die wirklich um, oder? Nö. Ah, wir lassen die so. Hau lieber noch mehr Extraktoren. Ja, vielleicht ist das die richtige Lösung. Wir stellen vielleicht wirklich zwei Extraktoren noch dazu. Weil wenn sie voll laufen, laufen sie eben voll. Also, wir haben schön viel Lagerplatz. Bevor wir die Batterien-Exzesse hatten bei uns, haben wir so viel Material gehabt. Als Batterie und ein bisschen beim bei den Windrädern. Da war schon viel Material da. Dort müssen wir wieder hin. Wunderbar. Das sind Pilze. Habe ich schon Panik, wenn ich irgendwas sehe in die Richtung. So, 12 Stück noch. Ja. Kohle lassen wir da. Ein wenig gereizt hätte es mich schon, die Kohle mitzunehmen. Ha, 9 Stück noch. Oder wir nehmen Kohle mit. Ein bisschen 9 Kohle, da kommen wir schon weit auch. Ach komm, wir nehmen Kohle auch mal. Ja, in der Weihnachtskiste. Egal, die heben wir auf. So, ist voll, dann hier. 3, jetzt fehlen nur noch 3, das ist gut. Da machen wir mal den hier. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Blei mit. Hier. So. Jetzt füllen wir das mal in die Kiste und dann schauen wir, dass wir bis zum Gewicht wieder mal... Oh ja. Wieder vollgeladen sind. Also so ungefähr bis zum Gewicht heute. Muss ja nicht ganz gehen. So. Der ist voll. Der ist toll. Da kommt das noch rein. So, und jetzt wollen wir noch ein bisschen was abbauen. Kohle vielleicht wirklich. Schadet ja nicht, wenn wir die mitnehmen. Ja, wir brauchen tun was. So. Ist man natürlich lieber als Kohle im Moment. Mhm. Ja, da müssen wir unbedingt schleifen, die Spitzhacke. Nicht, dass wir dann noch ein ein Höhlenabenteuer machen. Und die Spitzhacke zerbricht. Das wäre unangenehm. Sehr schön. Uah! Aha. Drei Pfeile für einen Skorpion. Uah. Ja.
Und er noch. Hi. So, jetzt sind wir überladen, glaube ich. Ja. Was können wir weglegen? Nix. Mhm. Das teuerste legst du weg. Wow, Mike. Ah, Mike kommt schon reparieren. Wir sollten auch mal schauen, wegen Reparaturen, ob der gute Mike noch genug Reparatursets hat. Sollten wir auch mal schauen. So, wir haben den mit ihm alles Stahl. Yeah. Stahl, dann werfe ich, nein, Blei werfe ich da nicht rein. Blei hat die eigene Kiste hier. So, bam. Kohle ist da noch genug drin. Ich fülle mal hier auf. Yeah. So, dann haben wir dreimal Mechanik. Aber wie schnell ich jetzt schnell weg war. So, dann haben wir den. Dann essen wir den mit dem und hängen hier die Skorpione auf. So. So. Bam. So, wieder runter geht schon. Jawohl. So. Da müssen wir dann nachfüllen, aber ja, alles gut. So. Auf in die Hölle. Das teuerste? Weiß Kevlar eigentlich das teuerste? Ich dachte mir so, Elektrik ist teuer. Kevlar. Was kostet eigentlich Kevlar? 4,6, okay, ist nicht das teuerste. Mach zu. Dankeschön. Hallo. Ich wollte dich eigentlich abstechen, mein liebes Ray. Armes Ray. Aber das packen wir uns auf den Wagen. So, 1, 2. Armes Ray. Es schläft. Es ist nicht tot. So. Ich hoffe, es bleibt noch. Wir räumen jetzt einmal noch alle Extraktoren aus. Weil es geht, weil wir Platz haben. Zwei davon, super. Ja, wir werden das nicht umstellen auf Alu. Wir kriegen genug. Wir kriegen genug, die müssen nur laufen. Die müssen laufen. Ah, so, so, bam. Super, oder? Ja, ich kann mich ja schwer zurückhalten. Und lass mich natürlich kaum ablenken. So. Wo ist jetzt der Stowed Array? Da. Ich sehe keine Pfeile. Ja, dann passt's aber. So. Wieso wird's jetzt so schnell dünkler? Okay, es ist 8 am Abend. Na, okay. Dann haben wir gemeinsam einen herrlichen Tag in der Höhle verbracht. Wie wunderbar. So. Und wir können einen Ray schlachten. Also auch gut. Da kriegen wir die Leber. So. Ja, ja, da komme ich da. Die Wegen sind ja auch alle voll mit... Der stand total gruselig, einfach so in der Tür. Hm. So, wir haben ein Ray hier, das sind die Öfen, super. Nein, keine Angst. So, wir haben Aluminium, yeah. Wir haben Kupfer, yeah. Wir haben Kobalt. Und wir haben Balei, super. Ich bringe mal die zwei Kevlar weg, weil wir die hier
Nein, würde ich echt nicht brauchen. Was kostet Elektrik? Das ist natürlich 5. Kevlar kostet 4,6. Können wir natürlich mal nachsehen, was schwieriger herzustellen ist. Alles da rein. Kobalt. Aluminium. Dann haben wir hier Blei. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Also heben wir uns genau 5 Blei auf. Die werden wir zum Stahl machen. So, so. Bam. Dann der Rhein. Ach, schön viel Stahl. Schön viel Stahl. So, das ist auch gut. Das werden wir zuerst hinter dem Paravent. So, so. Bam. Wunderbar. Stahl packen wir da rein. So. Wie von der Tarantel gestochen lief ich davon aus der Höhle, als die Wembys angriffen. Dabei kamen die gar nicht über diesen Weg. Oh, die nehmen wir natürlich auch noch. Keine Ahnung, wie viele wir brauchen. Machen wir mal. So, so. Alle. Wunderbar. So, dann haben wir da noch gleich ein bisschen Stahl. Und der letzte. Ist das toll. 40 Stahl in Vorbereitung. Ah, auch voll. Gut. 1, 2, 3. Super. So, leer, leer. Das Array, wenn man dann in der... Jetzt dachte ich, da steht ein WMB auf. So, das werden wir in der nächsten Folge, sage ich mal, schlagen. Oh, die Hühner. Die Hühners. Ja, wir müssen sie wirklich füttern. So, Mike. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4 und 5. Komm, eine Kartoffel noch. Das ist Verschwendung. Ach ja. So, passt. Da oben fehlen noch ein paar Ziegel, aber viele brauchen wir nicht mehr. Wir werden aber trotzdem weiter drüben. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Jetzt passt das nämlich wieder so. 2, 3, 4, 5. Die Kiste kommt daher. So, wir fangen an. Oh, ich finde das so super. Jetzt einfach reinklicken. Und ich würde mir wünschen, wir hätten 10 von denen gebaut. Naja. Vielleicht in der nächsten Staffel. Und ich dachte mir damals, naja, die sind ja schon übertrieben. So. Super. Dann haben wir, nein. Die Sandkiste, oh, gar keine Kisten mehr. So. Super. Oh ja, restocken. Das wollten wir noch hier. Medipack haben wir ja zu viel. Also zu viele. Kann man je zu viele haben. Bandagen brauchen wir da 1, 2. Und jetzt habe ich gerade überlegt. Kevlar. Kevlar. So, Ressourcen. Das Schild wollten wir auch mal machen. Sonstiges. Kevlar. Tuch, Plastik, Pflanzenfasern. 3 Plastik. Okay. Tuch geht natürlich auch. Aber da stelle ich lieber doch Elektrikteile her. Ist, denke ich mal, effizienter. Wesentlich. So, Ölschiefer, das machen wir heute auch noch. Wenn schon Bergbau, dann richtig. So. Die Höllenfolge. 10, das sind mal 15. So, 2 da drauf ist 15. Bam. So, da brauchen wir auch. Halbieren. 1, 2, 10 und 5 ist 15. Und hier haben wir dann auch noch 15.
Einmal 2 mal 10 und 5 ist 15. Yeah. Haben wir da jetzt in der Kiste noch Ölschiffer? Nö. Mike gibt sein Bestes. Das ist gut. Das ist nicht gut genug. Doch, Mike ist schon super. So, dann haben wir hier Öl. Hier hätten wir Plastik, nicht viel. Ich nehme mal das hier. So, Rinde, nämlich das hier und das, das, das. So, jetzt gehen wir mal zum Chemietisch und bereiten uns mal Plastik vor. Sonstiges? Nö, hier. Da unten. Alle. Das ist gut. So, und schon haben wir fast unser ganzes Öl verbraucht. Ja, andererseits super. Also, viel Plastik. Wirklich viel Plastik. Das reicht nicht. Ich weiß. So, das raus. Raus, raus, raus. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4. Und hier noch 1, 2, 3, 4. So. Es ist super, dass der Schleifrad jetzt hier oben auch steht. Finde ich gut. Ah, Reparatursets wollten wir auch noch nachschauen. Wir haben heftige Überlänge, meine Lieben. Ach ja, also heftig. Kann man so oder so sehen. Richtig. Oh, Moment. Da sehe ich, jetzt ist das voll. Und das kommt da rein. So. Damit hier das arbeiten kann, werfen wir das da rein. So, Reparatursets. Na, hat er schon noch genug. Ja, wir könnten ihm noch mehr machen, aber... Ging sich super aus. Da kann er noch lange arbeiten. Da sind viele Kisten noch leer. Gut, Reparatursets. Machen wir welche. Ich tendiere schon zu ja. So, wir machen mal die hier. Ich nehme raus, was in der Maschine drinnen liegt. Einerseits fülle ich hier den Ständer an. So. Andererseits, ach, wir haben keine Nägel mehr über. Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hey, du hast Überlänge. Ja, sorry. So. Na. Alle wunderbar. Ich stelle mich da an der Werkbank. Wir machen einmal, einmal. Alle. Bam. So. Näschel da rein. Ja, ja. Hallo, Mike. Reparatursets. Etwas verwirrt. So und so. Super. Da kann er wieder reparieren. So, dann. Ja, da geht er ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Lückenaufwand. So. Super. Dann haben wir ja hier in dem noch. Jetzt passt. So. Ja, vom Öl her passt das hier drinnen auch noch ausgezeichnet. Ja, hallo Mike. Füll mal nach, bitte. Danke dir. Wunderbar. So. Die eine Kiste Sand. Können wir da irgendwas... Nö, jetzt ist genug. Jetzt ist's genug. So, dann hatten wir eine herrliche Höhlenfolie. So, da liegt zwar das Ray drin, aber die Kisten sind ja leer. Und ich würde sagen, wir bringen den nochmal nach unten. Ab in die Hölle. Bisschen Energie haben wir ja noch. So, super. Irgendwann werden hier Spikes sein. Irgendwann. So. Ja, dann würde ich sagen, das passt so. Folge gut. Folge durch.
Eine Höhlenfolge vom Feinsten. So, wenn wir schon da rumstehen. So. Oh, Kohle ist respawned, ja. So. Was für eine schöne Höhlenfolge, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen, bis dann. Tschüss.